wären 200, es wären 300, es wären 600 mehr pro Jahr. Aber wir sind noch deutlich schneller. Ja, kaufen wir mal. Und davon nicht genug Geld. Ja, dann Moment bitte kurz. Wie viel kostet die denn? Okay, das ist nochmal. Müssen wir uns wieder leihen. 1,7, dann brauchen wir 3,5. 3, geben uns mal 7. Ha, da hat mir gerade jemand geschrieben. Der wird sich aber höchstwahrscheinlich das Video anschauen. So, die fährt 100. Genau. Hier haben wir 18 Passagiere. Und 2, 3. 18, 20. Ja, das müsste mal reichen. So, das ist Linie 1. Play. Fährst du raus? Hallo? Ah ja. Dich verkaufen wir. Haben wir 1,3 Millionen bekommen. Fährst du echt so langsam? Oder ist die Weiche einfach nur so langsam? Weiß ich jetzt gar nicht. Komm, gib Gas. Lass mal beobachten. Die werden aber sicherlich voll sein. 54. Ja, mit voll. Oh, da bleiben sehr viele übrig. Gib Gas. So, dich müssen wir dann ja auch raushauen. Ladest du kurz ab? Genau, wunderbar, Geld bekommen. So, das war diese hier. 1, 2, 3. Komm, fahr. Verkaufen wir die gleich. Dann machen wir uns Darlehen weg. Wunderbar, das passt. Wird auch voll. Da drüben stehen sie jetzt Schlange. Aber gut. Klar, die Betriebskosten sind natürlich höher. Aber erstens mal, wie sind wir überhaupt schneller? Hätte ich doch die andere Lok kaufen müssen. Okay, die beschleunigen wenigstens auf 80. Wir bekommen 500 raus. Boah, das ist nicht schlecht. Autosave! Wir sind ja viel schneller. Wir hätten die andere Lok nehmen müssen. Gleich im Minus. Ja, jetzt holt uns der Lok wieder rein.
Und zack, zack. So, jetzt haben wir wieder aufgeholt. 48. Jetzt könnten wir uns so langsam an die... Ich kaufe noch mal schnell einen Bus dazu. Der transportiert ein weniger. Was soll das für ein Kack? Mal hier einen noch dazu. Ja, hier auf jeden Fall auch. Wo haben wir denn? So, Linien zuweisen. Halt, 3. Wunderbar. Das läuft hier. Wir haben die hier ausgebaut. Ah, Gott sei Dank. Muss ich mal gucken, haben die hier ausgebaut? Hier, 1, 2. Ja, gut, die kann ich halt nicht mit bedienen. Halt, ich wollte eigentlich die Haltestelle an. Oh, die Haltestelle anlegen. Ah, doch, die werden hier noch mit bedient. Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit der ersten Güterversorgung. Ja, das wäre. Das wäre. Bahnhof 60. Ein Gleis, zwei Gleis. Lang 60. Kollision bei der Terre-Angleichung. Was? Wie jetzt? Ne, machen wir gleich 120er, oder? 160er. Ja. Wieso habe ich da... Sag mir jetzt bloß, ich kann das nicht verbinden. Aha. Okay, und so. Was für Kollision bitte? Was? Arsch mich nicht. Was jetzt? Autosave, ja, von mir aus. Hey, ich blick grad gar nicht mehr durch, Mann. Okay, das geht? Hey, das geht doch auch, Mann. Ich war, also, ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß, es ist ein Beta-Zugriff, ja. Aber, da bin ich mir nicht sicher, ob diese Fehler noch behoben werden. Oh, hier kommt auch ein Bahnhof hin. Ich hab dann Passagierbahnhof gebaut. Scheiße. Nicht gut, nicht gut. Das hier mit mal weg. Ein Feld wird entfernt. Eigentlich möchte ich den ja hier hinbauen. Warum ist hier so eine Kurve drin? Wo muss ich denn überhaupt hin? Da muss ich hin. Dann machen wir mal so. Ja. Da ziehen wir eine Straße hin.
Habe ich den auch zweigleisig gemacht? Oh. Ja, das ist ein Passagierbahnhof. Wir brauchen ja aber hier einen Güterbahnhof. Ein bisschen ausrichten. Ja, ich weiß, da ist die Hauptverbindung getrennt. Ich weiß. Ganz ruhig bleiben, bitte. Ach ja, stimmt, man kann ja auch jetzt Schienen entlang der Straße legen. Man kann auch so einen langgezogenen Bahnübergang machen. Ist ja mal geil. Ist ja mal mega geil. Ich möchte aber gern so einen haben. Okay, warum geht er so hart nach oben? Dann sehen wir gleich mal den Brückenbau. Okay, sag mir bitte, die haben das entfernt, dass da die Zacken sind. Okay, warum ist jetzt hier der Bau nicht möglich? Merkt ihr das? Ich bin hier im Bulldozer. Es laggt. Ist unglaublich. Keine Ahnung, ob das noch gefixt wird, kann ich euch in dem Moment leider noch nicht sagen. Leider. Ja. Und haben sie es entfernt? Scheint so. Es scheint so, ja. Es war anscheinend ein bisschen zu steil. Okay, Leute, bitte. Man muss doch das Baumenü anständig... Hallo. Ja, es liegt hundertprozentig nie an meinem 4K-Bildschirm, aber das hier... Okay, gut. Ich lasse mich auf jeden Fall noch überraschen. Okay, warum ist es denn jetzt mit 60? Ach so, wegen der Brücke. 90, 120. Aha. Ja, wir wollen auf jeden Fall 120 haben. So. Kann ich hier mit M&M? Okay. Scheint aber nicht in Ordnung zu sein. Ja. Machen wir trotzdem mal so. Ja. Ja, was ist jetzt? Kein Geld. Okay, warten wir halt kurz. Bis uns die netten Lokomotiven ein bisschen Geld reinschieben, besser gesagt. Hallo, Lokomotiven. Was haben wir hier? Oh, habe ich da was getrennt? Oh, okay. Sollte ich vielleicht das als erstes wieder herstellen? Bevor ich hier irgendwas anderes mache. Ah, okay, das geht auch so einfach. Steigung zu groß. Was? Also, hallo, Baumenü, ja?
Okay, hier geht's noch hin. Also es kann ja wohl bitte nicht sein, dass das Baumenü so hart laggt. Das war ja selbst in Train Fever nicht so hart. Das ist ja übel.